Nach den ersten selbstgezeichneten Postern von Gosho Aoyama haben wir nun das Main Visual von Film 26 The Black Iron Submarine. Wie immer für euch in der Analyse nach dem Intro. Viel Spaß! Kommen wir mal, Leute, was geht ab? Ich begrüße euch alle ganz herzlich zu einem weiteren Video hier auf diesem Kanal. Heute möchte ich mit euch wieder mal über Film 26 sprechen. Ist ja in aller Munde, wie Zungen, kommt dieses Jahr im April in die japanischen Kinos und einige Monate später dann natürlich auch zu uns. Black Iron Submarine oder das eiserne U-Boot, ihr könnt es euch aussuchen. Auf jeden Fall ist das Main Visual jetzt bekannt. Ihr werdet es sehen, ich werde es auf jeden Fall nochmal beschreiben, meine Meinung dazu geben, denn es ist ein Teil des großen Leaks, ja. Wir haben nämlich einige Informationen bekommen. Ihr wisst ja schon, auf dem Kanal habe ich schon Videos gemacht zu Kapitel 1106 und damit dem Beginn. Wir kriegen Flashbacks. Wir wissen, es geht dann irgendwann um New York. Wir wissen auch, zu Tomoake feiert einen Auftritt. Und dann hatten wir konkretere Spoiler zu Kapitel 1106, welches ja auch am 1. Februar erscheint. Da ist ja auch die Weekly schon in Sunday draußen. Und dort in dieser Sunday ist natürlich dann hier auch das Visual, über das wir hier schon reden können. Ja, 1106 ist natürlich ein episches Kapitel. Wir wissen, Detektiv Conan ist gerade auf jeden Fall auf einem absoluten Höhepunkt der Story. So spannend war es noch nie. Und parallel haben wir natürlich die Promo zu Film 26. Wir hatten ja auch schon in der Vergangenheit selbstgezeichnete Poster von Gosho Aoyama. Wir hatten schon einige Trailer, wir hatten Teaser. Wir wissen, es geht um ein um die Organisation. Wir hatten schon einige Storyboard-Elemente, worum es quasi von der Handlung geht. Und jetzt haben wir halt das Main Visual. Unglaublich krass. Ich würde mal sagen, lassen wir uns erstmal das Ganze mal anschauen. Lasst es auf euch wirken. Ja, wir sehen nämlich unglaublich krass erstmal so eine richtig geile Gewitterfront, ja, ihr seht den Himmel und ihr seht so von rechts so einen Sturm, so dunkle Wolken, die aufziehen und von links dieser blaue Himmel, aber so ein kleines bisschen bewölkt und dann sehen wir quasi so bewölkt, so übelst dunkel gegen so strahlend heller Himmel prallen aufeinander. Da gibt es quasi so einen Zusammenstoß, so einen Clash und dann sehen wir so im Hintergrund so einen Lichtknall, als ob es zu einer Explosion kommt und aus diesem Lichtknall kurz davor sehen wir Pacific Boy, auf Deutsch Pazifische Boje, darum geht es ja, quasi in der Nähe von Tokio haben wir quasi so eine Art Wasserstation, was ja im Endeffekt dazu dient, dass man alle Überwachungskameras der Polizei auf der gesamten Welt miteinander verknüpfen möchte. Dazu gibt es natürlich auch noch eine neue Technologie, mit der man quasi jede Person auf der Welt quasi finden kann. Gesichtserkennungssoftware. Dieses Programm, diese Gesichtserkennungssoftware fällt der Organisation in die Hände. Wir wissen, es gibt Ingenieure, die das Ganze installieren müssen und so weiter und so fort. Wir wissen auch, dass Jin in Deutschland einen Europol-Beamten tötet. Und wir wissen auch, dass die Organisation allen voran Wermut eine Ingenieurin entführt, ja, sich dieser Software bemächtigt und natürlich dann quasi auch Informationen über alles hat. Organisation, ja, ist natürlich Stichwort. Nicht nur die Wetterfront ist hier zwiegespalten wie Harvey Dent aus Batman, nein, sondern hier auch das Lager. Natürlich auf der linken Seite die Guten, ja, die guten Strolche, die 20 Musketiere, angefangen natürlich ganz hinten links mit Hiyori Kuro. Da wird natürlich auch gerade hier im Manga gehighlightet. Wir wissen auch, dass er damals sehr, sehr jung und knackig war, frisch bei der Sicherheitspolizei. Ja, guckt ein bisschen grimmig. Rechts nehmen wir natürlich Shuichi Akai, der natürlich hier auf seinen Widersacher trifft. Ja, seinen Widersacher schlechthin, seinen Todesfeind, in Anführungszeichen, seinen Lieblingsfeind, nämlich Jin. Nichtsdestotrotz, das sind so quasi die zwei krassen Personen, die so hinten hervorragen aus dem Background. Davor haben wir dann so ein paar kleinere Charaktere. Ja, Jody ist natürlich auch beim FBI, wird ja auch nochmal eine Rolle spielen. Kogoro, Ran natürlich. Agasa, die Detective Boys schlechthin. Die möchte ich jetzt mal aber außen vor lassen, denn natürlich im Mittelpunkt steht hier Ai Haibara. Ai Haibara in den Fängen der schwarzen Organisation. Jin findet heraus, dass es sich bei Ai Haibara um Sherry, die Verräterin, handelt. Das heißt also auch im Film zumindest muss er davon ausgehen, okay, wie hat sie es überlebt, ja, Apoptoxin, vielleicht schlussfolgert er, es verjüngt, es tötet nicht nur und ist bei der Obduktion
quasi nicht sichtbar, nein, sondern es kann wirklich Leute verjüngen. Und das war es im Endeffekt natürlich von Conan Edogawa, der quasi, ja, ich sag mal, die Guten anführt, ja, die Guten anführt, Conan unglaublich entschlossen hier im Kampf, faced die Organisation und angeführt natürlich von Jin. Jin ist hier im Fokus, wir wissen, Sherry, langes Wiedersehen, Sherry, aka Ai und Jin hatten ja irgendeine Beziehung zueinander, man weiß aber nicht, welche Beziehung sie zueinander pflegten, waren sie mal befreundet, hat sich Jin verraten gefühlt, war es vielleicht eine Liebesbeziehung in der Organisation, auf jeden Fall hatten sie etwas, man kann es aber noch nicht genau greifen, was es ist, auf jeden Fall freut er sich sehr, sehr, sie wiederzutreffen, natürlich, weil er, ja, Gelüste hatte, sie natürlich zu entledigen, ja, weil sie eine Verräterin ist, eine Ratte und wir wissen, Jin Hassratten. Und links von ihm auch ein, wahrscheinlich ein riesengroßes Schmankerl dieses Filmes, nämlich sehen wir hier Pinga. Pinga, extrem, ja, ich sag mal, unscharf. Natürlich die Explosion, zufällig der Lichtstrahl, ist es ja quasi keine tatsächliche Explosion, sondern das habe ich jetzt quasi nur so erklärt. Aber der Lichtstrahl strahlt auf Pingas Auge. Das heißt, wir sehen ihn nicht. Und ich muss mal sagen, Pinga, wenn wir ihn so sehen von der Seite, Jins lange Haare verdecken natürlich alles. Wir sehen, er hat so ein bisschen strobeliges Haar und hat ja anscheinend so eine Mütze auf. So eine Mütze oder so ein Stirnband und ich muss ganz klar sagen, ich bin mir auch nicht zu 100% sicher, ob Pinga jetzt männlich ist oder ob Pinga weiblich ist. Also anhand der Haare könnte man, finde ich, auch vermuten, dass es vielleicht eine Frau sein könnte oder ein Mann. Ich finde es auf jeden Fall sehr, sehr interessant. Ich für meinen Teil würde es feiern, wenn... Es ist mir eigentlich egal, ich sag's euch so, wie es ist. Ich find's natürlich lustig, wenn es jetzt sowas wäre wie Curaçao, weil Curaçao einer meiner absoluten Lieblingsprotagonisten ist. Und wir haben Wermut, wir haben Kür und so weiter und so fort. Wieso jetzt nicht mal wieder einen Typen, wie zum Beispiel Irish, ja? Aber ich bin auf jeden Fall gespannt, lass mich überraschen. Und natürlich im Hintergrund, der sich da auch verbirgt, so die Big Three, ja, natürlich rum. Kane Noriwakita, der hier auch seine Hebel zieht, der das Ganze quasi hier anführt, ich sag mal, den Trupp anführt. Jin ist ja mehr oder weniger das ausführende Organ, was Pinga jetzt da so zu suchen hat oder welche Funktion er einnimmt, ist wahrscheinlich auch noch relativ unbekannt. Natürlich dann auch die ganzen Mitbringsel, die ganzen Anhänger, Korn, Chianti werden ja auch gerade im Fall gehighlightet, die werden ja gerade von Rum angesetzt, Rumi zu erschießen, dann natürlich noch Wodka und dann die drei der Organisation, was eigentlich quasi auch drei Leute sind, die auf der linken Seite stehen könnten, angefangen natürlich bei Amuro, Triple Face, was soll ich dazu sagen, Sicherheitspolizist, Café Poirot, dann noch Hobbydetektiv bei Kogoro in der Ausbildung, ja, dann noch in der schwarzen Organisation und einfach auch ein normaler Polizist. Damals in der Police Academy, also er hat auf jeden Fall alles durchlaufen, muss hier natürlich immer ein bisschen dribbeln, ist natürlich auch ein Knock, links von ihm Wermut natürlich auch wieder mit am Start, freue ich mich extrem, habe ich ja schon so ein bisschen was dazu erzählt, auch so ein bisschen zwiegespalten zwischen den Lagern und natürlich dann rechts Hidemi Hondo aka Kür, ebenfalls Knock von CIA. Also, ich bin sehr, sehr gespannt, wo das Ganze hier endet. Also, ich habe ja schon in einigen Videos erzählt, ich werde euch ja auch einige verlinken, dass ich glaube, dass dieser Film das Potenzial hat, einer der größten, für mich sogar der beste Detektiv-Conan-Kinofilm der Welt zu werden, beziehungsweise besser halt als alle 25 davor. Nicht, dass sie schlecht wären, nein, sondern dass man quasi immer noch etwas draufsetzen kann. Für mich ja im Vorfeld 25 der beste Film. Ja, ich würde sagen, The Bride of Halloween vielleicht sogar mitgezogen, so ganz knapp hinter Film 20, aber Film 26 alleine schon mit diesem ganzen Cast hier, ja, mit dieser Story, mit den ganzen Informationen, die wir wissen, neues Organisationsmitglied, Ai wird verschleppt von Jin, wird entführt, verschwindet, Conan muss sie suchen, ich bin extrem gespannt, wo die Reise hingeht, schreibt es mir euch auch in die Kommentare, was haltet ihr davon, ja, was haltet ihr davon, was glaubt ihr passiert? Ist dieser Film der Film, der euren bis dato Lieblingsfilm vielleicht vom Thron stürzen kann, vom Setup her? Feiert ihr das nicht? Schreibt es sogar im Kommentarbereich, ich würde mich wahnsinnig drüber freuen. Danke fürs Zuschauen, danke fürs Anhören. Wenn ihr kein Video mehr verpassen wollt, abonniert den Kanal, ist kostenlos und aktiviert die Glocke. Bis zum nächsten Mal, euer Kaito Akai. Viel Spaß.